Wir sind wie jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag ab 19 Uhr auf YouTube und Twitch am Livestream. Und da gucken wir uns jetzt mal zusammen was an. Und zwar habe ich nämlich heute ein sehr schönes Paket von Shisha Dome bekommen. Und Shisha Dome hat da wirklich ein paar nice Sachen rein, die ich da doch euch zeigen möchte. Leider ist die Aufnahme des Unboxings verloren gegangen. Jetzt kommen aber die Köpfe, die in dem Paket enthalten waren. Sorry. 100 von diesen Boxen hier wurden hergestellt, hat uns der Alex gerade geschrieben. 60 wurden in Russland verkauft. 40 von den Dingern gibt es bei Shisha Dome. Und die Köpfe, die da drin sind, sind nummeriert. Tatsache. Ich habe einmal die Nummer 16. Ist der andere dann auch die Nummer 16? Da habe ich die 3 gezogen. Ehre. Das ist natürlich lucky. Also die 3 und die 16 habe ich, wie ihr hier seht. Die sind limitiert. Ja, und zum Vergleich, ne? Die normalen sind nicht limitiert. Und da sieht man dann auch keine Nummer unten drauf oder so. Also diese Box mit den 2 Köpfen für 75 Euro. Finde ich nice. Und das allein dieser Verschluss hier ist halt so schön, ne? Einmal runterdrücken, den zu und mit dem verriegeln. Schon saugeil. Allein wenn man die sich dann so ins Regal stellt irgendwie, das hat was. Und wenn man die mal mitnehmen wollen sollte oder andere Köpfe, dann ist das natürlich auch cool. So, wir gucken uns das Ganze nochmal bei Shisha Dome an. Von Shisha Dome ist ja auch das Paket. Und da gehen wir hier mal auf die X-Balls und gucken uns nochmal die anderen Colorways an. 25 Euro kostet der Kopf, ist der absolute Standardpreis, würde ich sagen, für Köpfe, die aus Russland kommen. Also da keine negativen Überraschungen. So, der erste, den ich habe, ist der Blue Fire. Und der zweite müsste dann der hier sein, oder? Limited Box 1. Dann habe ich den blauen. Das ist der hier. Also das ist der Sapphire, der hier. Und den Blue Fire haben wir ja gerade auf der Pfeife. Und dann hatten wir, glaube ich, noch den braunen hier. Der war auch in der Limited Box. Die kosten 75 Euro aus der Limited Box. Heilige Scheiße, Digga. Ach so, ja, genau. Es gibt immer den X-Ball Classic als Mehrloch und den X-Ball Funnel. Und wir haben jetzt gerade genau den hier an. Den X-Ball Funnel Blue Fire. Also genau den haben wir gerade an. Ja, und da sieht man es auch nochmal, wie hervorragend der Kalau da drauf sitzt, ne? Und solltet ihr euch da einen ziehen wollen, wenn ihr was bei Shisha Dome in euren Warenkorb haut, könnt ihr immer auf Warenkorb Anzeigen klicken. Und dann könnt ihr hier noch den Gutscheincode SWG10 reinhauen. Und dann kriegt ihr noch 10% Rabatt. Ist ganz nice. Geht doch auf alles außer Tabak, AE und Stimu. Wie üblich eben. Hitzeeigenschaften wirken bis jetzt sehr, sehr gut. Also ich habe wirklich absolut kein Kratzen, absolut kein Drücken. Wir rauchen aber auch den Chabaco, also auf Teebasis gerade, aber mit Nikotin. Trotzdem läuft das Ding ultra smooth. Bonche Köpfchen. Erinnert mich so ein bisschen an den Werkbund Evo von der Kopfform, muss ich sagen. Aber gucken wir uns jetzt mal genauer im Kopfbau an. Ein schönes Köpfchen Black Torrents. Alrighty. Dann bauen wir uns mal ein Köpfchen. Erstmal rühren wir das Ding hier um. Der ist tatsächlich auch gar nicht so tief. Also so viel Tabak muss hier gar nicht unbedingt rein. So, und dann den noch mit der guten alten 16,90 Euro Banderole. Mhm. Spylin, Digga. Auch lange nicht mehr geraucht. Riecht schon einfach so geil. Und Alter, muss man doch einfach mal sagen, wie es ist. Die Hukain-Quali, ne? Wenn man so zurückdenkt, als die Jungs auf den Markt gekommen sind. Digga, jede Dose in Molasse geschwommen. Manchmal war der Schnitt scheiße, aber mittlerweile... Maschallah. So. Und noch ein bisschen. So. Okay. Wunderbar. Soweit, so gut. Dose kann beiseite. Bei Darkside will versuche ich, den möglichst wenig zu drücken. Also ich schiebe den wirklich nur so ein kleines bisschen in Position. Und dann überlasse ich dem Tabak auch schon seinem Schicksal. Den Spylin müssen wir allerdings ein bisschen hier schöner in Form bringen. Der sieht ziemlich chaotisch aus. Ja, dann haben wir wieder ein leichtes Overpack, aber nicht so viel. Ist wirklich so ein bisschen Werkbund Evo-like. Ihr könnt es euch ein bisschen vorstellen wie ein Oblaco M. In ein klein bisschen flacher und mit einer nach außen weglaufenden Lippe. Es ist wie eine Kombination aus dem Vandenberg und dem Oblaco. So ein bisschen, also hätten die beiden ein Kind, könnte es dieser Kopf sein. Mit unserem halben Zeber nochmal ein bisschen über den Rand und dann ist unser Köpfchen fertig. So sieht das Ganze jetzt aus im Köpfchen. Bisschen drüber gebaut, den Darkside wirklich sehr fluffig gelassen, nicht so viel bewegt, den Rest erledigt der HMD mit der Hitze. Nehmen wir mal den ersten Zug und gucken mal, was abgeht. Ob schon was abgeht. Oh ja, da sieht aber, ja. Maschallah. Uiuiui. Schmeckofatz. Soll ich euch was sagen? Die Kombi ist geil. Man könnte sogar noch ein klein bisschen weniger Spylin reinmachen. Spiced Lean, Black Torrent, Schmeckofatz.
Okay, kommen wir mal noch kurz zum Fazit von dem Bonsche-Kopf. Ist ein Kopf, dessen Depot nicht ultra groß ist, aber trotzdem eine schön große Auflagefläche hat, was mir eigentlich immer ganz gut gefällt. Im Vergleich, und ich würde sagen, der Kopf ist am ehesten vergleichbar zu dem Werkbund Evo. Ich finde ihn aber sogar geiler als den Werkbund Evo, muss ich sagen. Finde ich sogar geiler. Ist ein cooler Kopf, relativ flach gehalten, Lippe läuft leicht nach außen ab. Da hat man ein bisschen Spielraum, wo dann sozusagen der HMD drauf liegt, macht es ein bisschen tabaksparender. Ist also geil. Hitzeentwicklung bzw. Hitzemanagement mit dem Kopf. Mit 2 Kohlen wurde er mir auf Vollkontakt ein kleines bisschen zu heiß, ist aber eigentlich auch nicht weiter wild, weil das kann schon mal passieren bei einem Vollkontakt. Dann lief er gerade auf 1,5 Kohlen gut. Jetzt müsste ich eigentlich gerade die 2. Kohle wieder mit reinschmeißen. Aber long story short, der Kopf, Bonsche, auch ein sehr nicer Kopf. Ich muss sagen, von denen, die wir jetzt probiert haben, uns fehlt eigentlich noch der Mehrlochkopf aus der X-Bowls-Reihe, also der hier. Den müssen wir auch noch testen, machen wir dann in einem der nächsten Streams. Aber Ersteindruck von dem Kopf, dafür, dass er so tabaksparend ist und dafür, dass er so ein schmales Depot hat, erstaunlich gut. Ersteindruck zu dem Bonsche, auch sehr gut. Ich glaube, der Bonsche ist eher so der Kopf, an den ich mich gewöhnen könnte, aber für tabaksparende Setups ist auf jeden Fall auch die X-Bowl sehr nice. Kuss an Shisha Dome für das sehr nice Paket. Kuss fürs Zugucken. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.